Hi, danke fürs Einschalten. Dark Souls 3 Nachspielzeit. Keine Ahnung, die wievielte, aber es geht weiter. In der letzten Folge den guten Grabhüter, den Meistergrabhüter besiegt, mit seinem Haustierchen und wir stehen wieder vor Friede. Aber ich habe 60.000 Seelen. Die wollen ausgegeben werden. Deswegen mal ganz kurz im Hub vorbeischauen. Ich glaube, ich brauche fast 40.000 für ein Level. Dann kann ich hier, dann benutze ich hier einfach alle. Das müsste ja passen. Ja, müsste hinkommen, was? Ja, perfekt. So, jetzt kann ich mal ganz kurz die neue Axt testen, die ich hier bekommen hatte. Und ich vermute mal, die macht hier so ein... What the fuck? Wait, what? Irdener Zorn stößt die Waffe mit einem Gebet in die Erde und löst heftige Beben aus. Ist das auf irgendeine Art und Weise nützlich? Wenn ich die voll hochlevel, macht die mehr Schaden als... Und schwer ist sie. Ach so, nicht genug Seelen dafür. Nee. Okay, Titanitschuppe brauche ich noch viel mehr dafür. Ah, oh, das wäre natürlich schon geil. Die kann ich nicht zufällig bei ihm kaufen. Nee. Kann ich irgendwo schnell Titanitschuppen herbekommen? Plus 214, 190 plus 214, die wird nämlich schon besser, der Erdensucher, als das Schwert. Also auf jeden Fall macht die am Ende mehr Schaden. Komme ich irgendwo schnell an Titanitschuppen ran? Am besten kaufen. Bei irgendeinem Händler gibt's sowas, Leute. Dass ich jetzt nicht ewig suchen muss. Beim Ultrabaum. What? Was? Und der ist wo? Wenn du sie tötest, kommt eine Leiter. Der Ultrabaum. Ah, der erste, oder wie? Einer der ersten Gegner hier. Warte, Ultrabaum. Ach, der mich vorhin gekillt hat.
Gestern beim PC ausmachen kam kein Fehler. Cool, freut mich. Okay, dann gehe ich doch kurz mal dahin. Thorsten, wäre natürlich cool, wenn ich dir helfen konnte. Ah, ich benutze mal die Waffe zum ein bisschen probieren. Oh, da sind ja zwei. Ah, ich sollte meine Ausrüstung etwas eindampfen. Ist ganz schön langsam. Reicht es, wenn ich leichtere Handschuhe anziehe? Noch nicht, nein. Ich glaube, ich muss auf unter 70 kommen, ne? Ist das er? Nee. Ja, an euch kann ich doch einfach vorbeilaufen, oder? Boah! Aua! Aua! Holy Guacamole! Oh, bitte nicht! Nein! Oh, what the fuck? Okay, Heiliger, jetzt ist meine Glut schon verbraucht, ey. Wow! Wie der abgeht! Und wie schnell der sich auch in meine Richtung drehen kann. Ah, nein! Oh, oh. Aufhören, stopp, 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 stopp. Okay. Gut. Verfolgte es mich. Ja, das ist wirklich creepy. Du meintest, hier erscheint eine Leiter. Ich sehe keine Leiter. Bisschen zurück, okay. Ah, da. Ah, da oben, okay. Nicht anzünden.
Echt jetzt noch höher? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aufzug fahren oder das hier? Titanitscholle. Beichtstein. Noch eine Leiter. Warte mal, hä? Da bin ich doch hergekommen. Die hätte ich ja auch so looten können, die Titanitscholle. Bin ich jetzt. Hätte ich oben links müssen? Da, nee, da wär's doch auch nicht weitergegangen. Kann ich hier irgendwo auch das Upgrade-Material nachgucken? Nee, ne? Wie viel ich habe, wie viel ich brauche. Hä, wo? Aber, also jetzt bin ich verwirrt. Da war halt eine. Aber ich glaube, habe ich vorhin die falschen, habe ich vorhin das Falsche gesagt? Könnte es sein, dass ich andere Materialien braucht? Das war jetzt. Lol, das habe ich noch gar nicht angezündet, das Feuer. Okay. Habe ich mich verguckt? Brauche ich. Weil Titanitschollen war doch immer so eine Einzelsache, dass man dann auf das höchste Level leveln kann. Titanitschuppe. Jetzt hat. Kann ich die irgendwo kaufen? Das ist die Frage. Dass ich schnell an 4 Stück rankomme. Um diese Waffe nochmal zu erhöhen. Hört jetzt gerade keiner zu, oder wie? Niemand will helfen. Bei der Händlerin. Bei der da. Ja, alles gut. Titanitscherbe, Titanitscholle. Okay, du spielst auf Englisch, ja. Nee, die hat auch keine, leider. Nur Schollen. Keine Schuppe. Dann hast du die Möglichkeit, sie hier zu kaufen, auf dem Drachengipfel verpasst. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Moment, vielleicht auch nicht. This ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Titanitscholle. Titanitscherbe. Eine Schuppe kostet auch 20.000 Seelen. Okay, wow, alles klar. Dann vergessen wir das vielleicht doch wieder.
Schade, ich hätte hier gerne diese Waffe ein bisschen höher gelevelt und ausprobiert. Schade, schade, schade. Dann klappt das leider nicht so auf die Schnelle. Weil jetzt ist es halt so, die machen fast gleich viel. 20.000 ist doch nix. Ich habe aber nicht vor, jetzt hier zu farmen. Das Farmen anfangen. Brauche für ein Upgrade 1,8 Millionen. Okay. Die macht jetzt aktuell 411. Und hier bin ich bei auch fast dem gleichen. Das sind auch 400. Sind sogar ein bisschen mehr. Tja. Das Schlachtermesser bleibt das Schlachtermesser, ne? Kann man nichts machen. Ist so. Kann ich wieder ein bisschen mehr Rüstung anziehen. Nee, ich wollte es nur ausprobieren. Das wäre nur ein Ausprobieren gewesen. Ich brauche keine, nicht unbedingt eine andere Waffe. Es wäre eher so ein Testen gewesen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, dass ich auch mal was Neues hier habe jetzt, nachdem ich doch auch einige Stunden mittlerweile in Dark Souls 3 bin. Hätte ich gerne mal was Neues benutzt. Aber in dem Fall Schneefall. Mit dem Mädchen unten im Dorf fertig geredet. Du meinst die an der... in der Kapelle? Die saß noch da, ja, richtig. Aber eigentlich... Okay, weil sie das Gleiche gesagt hatte. Und dann bin ich weggegangen. Ah ne, guck. Weg ist sie. Passt. Gealtertes Verbanden Großkrummschwert ist dein Favorit, nice. Ich müsste die Großaxt müsste ich halt höher leveln, dass es sich lohnt, leider. Das ist ein bisschen doof. Ich probiere sie jetzt einmal aus. Das ist wirklich schade, weil ich jetzt auch Punkte da in Glaube investiert habe, um die zu benutzen. Also dafür muss ich jetzt... Jetzt habe ich natürlich... Ja, das ist natürlich Quatsch jetzt. Dezent für PvP, nice. Ich teste das jetzt einmal kurz. Oh! Sie wird umgehauen tatsächlich dadurch. Ups, ich wollte aufladen, einen schweren Angriff machen. Ja, also dafür, dass ich so wenig Damage mit der Großaxt jetzt mache, lohnt sich's halt leider nicht. Ich schlage mit dem anderen Schwert viel schneller zu. Tja, schade, schade, schade. Wenn ich sie auf 10 hochgelevelt hätte, diese Axt hier, ich glaube, das wäre ein Banger. Leider... habe ich dafür nicht den nötigen Shit.
Also, auf geht's, gute Friede. Auf geht's, auf geht's. Probieren wir es nochmal, wir zwei. Oh, dass du mich hier noch getroffen hast, ist mies. Und dass ich dich aus dem Angriff nicht rausstaggern kann, auch mies. Hey! Aus dem Schatten ihres Vaters heraus. Einfach so auf mich einprügeln. Schweinerei. Könnt ihr bitte auseinandergehen und nicht ineinander rumstehen? Das ist voll scheiße. Danke. Lieb von euch. Sehr lieb von euch. Nein, shit. Ah. Nee, ach komm, hör auf mit deinem Blödsinn. Scheiß Magie-Unsinn da. Reicht's.
Oh, komm, ey! Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hallo, ausweichen! Oh. Nee! Ah, nee, 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 nee! Na, fuck off! Ah, es ist einfach dieses dumme Magie. Oh, es reicht mir nicht, dass sie alles voll Eis. Sie muss auch noch irgendeinen schwarzen Grützenblödsinn um sich rumspucken. Okay. Mann. Der dann in alle Richtungen um sie rumgeht, ey. Oh Mann. Einen Brutzler nach dem anderen. Ein Brutzler nach dem anderen, den ich hier bekämpfen muss. Erst brutzelt der eine mit Blitzen, dann brutzelt sie mit Eis, dann brutzelt sie mit schwarzen, keine Ahnung was, Seuche oder was auch immer sie da mit sich rumschleppt. Ja, ich weiß schon, dass ich bin ja auch recht nah dran mittlerweile, aber es ist halt voll nervig. Ich habe gerade auf den Kommentar im Chat geantwortet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich sie bezwinge. Ich krieg das schon irgendwann hin, nur es nervt halt. Es nervt mich mittlerweile ziemlich übel. Ah, nee, oh. Okay. Ach, den Blödsinn sollte ich eigentlich mitnehmen hier, ne? Und der 10.000. Andere Ausweichstrategie beim Eisangriff aus dem Sprung. Ja, das wäre es gewesen, stimmt, absolut. Ich bin mir nur nicht sicher, was hier diese Strategie ist in dem Moment. Auf sie zu. Also wenn sie schwarzen Grützenblödsinn macht, muss ich irgendwie zur Seite, damit mich der nicht trifft. Und zwar zweimal zur Seite, danach kann ich sie auch einmal angreifen. So, in der Unsichtbarkeit muss ich sie finden, weil dann habe ich nämlich einen Free Damage. Ich glaube, sie ist hier rüber gerannt, ja. So, das ist Eis. So, Eis ohne Sprung. Blödes schwarzes Grützenzeug. Aua, das war Quatsch, was ich da gemacht habe.
Mist, zu früh ausgewichen. Nein! Warum sauf ich? Oh, Lucky. Ah. Ja, klar! Sweep all thought of us from thy mind, thy kind always have. Oh. Da habe ich gerade echt Glück gehabt zwischendurch und danach mega Pech. Weil sie aus dem Eisnebel heraus einfach den Griff auf mich drauf knallt. Ach, Mann, Schnauze, ey! Es ist so nervig, dass ich diesen Blödsinn jedes Mal machen muss! Wait, what? Huh. Hi. Thou art Ash. Thou hast a pact made with Uncle Gale, so I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. Sieht geil. Cold, dark and very gentle place. But first, I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark, and very gentle place. Reicht es, wenn ich eine Fackel in die Hand nehme? I wish to paint a picture of a cold one day. If that's why I'm a... I wish to paint a picture. Hallo, Flamme. Ich meine, ich habe noch eine andere Fackel, aber die Anhängerfackel wird ja keinen großen Unterschied machen, ob ich ihr die oder die Fackel zeige, oder? I wish to paint a picture. Ja, nee. Okay. Dark and very gentle place. One day it will make someone a goodly home. That's why I must see flame. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich in Glut dahin muss. Mir ist auf jeden Fall Nameless King lieber. Den finde ich viel angenehmer zu bekämpfen. Den fand ich, das war auch einfacher für mich. Nameless King finde ich besser. Ja, wie kann ich dich sonst... Stärkt Kälteresistenz. Das ist natürlich ganz nett.
Verborgene Segnung. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, was ich ihr zeigen soll. Ich habe Fackeln in der Hand. Ich muss vielleicht eine Glut haben, aber die habe ich halt nicht. Muss in Glut vielleicht ihr, aber keine Ahnung. Ja, nee, Kollege. So nicht. Ich finde den Nameless King irgendwie echt, der war super. Ich meine, klar, er brutzelt ein bisschen so, aber mein Gott. Oh, ich habe das letzte Mal wohl die Seelen, die 10.000 liegen lassen. Crazy. Komm, hau mich jetzt. Lol. Okay. Das war wild. Return from whence thou came. That is thy place of belonging. Ich fand ja geil, wie die Dame auf dem Dachboden, wie sie gesagt hat, wie groß ihre Leinwand ist und ihre Hände nach oben gestreckt hat. Das war cool. Das hat mir gefallen. Achso, ich habe ja hier nichts mehr, was ich mitnehmen kann. Ach so, ich habe ja auch überlegt, ob ich mal die Musik leiser machen soll, dass ich sie besser höre. Aber na, eigentlich hat es ganz gut funktioniert. Man muss dahin gehen, woher das Eis kommt, und dann kann man sie schon ganz gut verfolgen in der dritten Phase, wenn sie unsichtbar wird. Also den Nameless King fand ich auch viel einfacher, so gefühlt. Ich meine, ich habe auch meine Versuche gebraucht, ja, klar. Ach, ja klar, ey. Komm, hau mir noch eine erst. Oh, Mann. Aber ich mag auch die ganzen Bosse, die zu viel Magie-Blödsinn machen. Gefallen mir alle nicht. Alles, was so flächenschadenmäßig daherkommt oder so, finde ich lame und macht mir keinen Spaß, dem auszuweichen, weil, ja, passiert in der ersten Phase vom Nameless ja auch mit dem Vogel. Aber nicht ganz so, die ist vorbei dann und danach hat man es nicht mehr so heftig.
Die Musik spielt eine Rolle bei Bossen. Ja, ich finde, das ist die Soundkulisse, die ist schon. Die muss schon auch stimmen bei Spielen, egal ob jetzt beim Boss oder sonst wo. Schweinerei. Schweinerei. Einfach nur eine Schweinerei an der Stelle. Dass sie mich hittet, aber nicht so stark hittet, dass ich Iframes bekomme und genau danach werde ich von der Schüssel getroffen. Es wird nur ein kleines bisschen schlimmer als Friede im nächsten DLC. Nur ein kleines bisschen. Du willst mir sagen, es gibt noch mehr AOE-Magie-Blödsinn? Oh nee, ey. Echt nicht. Das ist nicht cool. Das macht doch keinen Spaß. Lieber in einem schönen Faustkampf ohne Brutzel. Ohne Gebrutzel und Gezappel. Ah ja, Mann, es reicht jetzt. Ja, 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 ich muss eine Nuss essen. Sorry, aber ich esse jetzt eine Nuss. Vielleicht auch zwei. Honigsalz. Ich will noch eine Nuss. Ich nehme noch eine. Ja, sie wartet drauf. Aua. Scheiße, ich hab sie nicht gesehen. Komm, wenn ich nichts mache und mir Nüsse nehme, dann kommst du nicht. Aber wenn ich heilen will, dann kommst du auf einmal. Doofe Nuss. Musste schon viel zu viel saufen jetzt hier. Na bitte, geht doch. Nein, ich bin ins Eis reingerollt. Scheiße. Es könnte sein, dass das eine dumme Idee war, mit Nüssen anzufangen.
Ich höre jetzt wieder auf. Ich muss mich beherrschen. Auf YouTube will das keiner hören. Die können sich nämlich nicht live beschweren. Ja. Also ich mache jetzt die Stunde, mache ich noch voll die Aufnahme. Und dann machen wir mal kurz ein bisschen was anderes. Keine Ahnung. Gucken wir uns irgendein Video an oder so. Falls ich sie nicht besiege. Ansonsten, wenn ich sie besiege und dann was anderes sehen darf im Spiel, ist das natürlich wieder was anderes. Jetzt innerhalb der nächsten Viertelstunde. Ey, Schnauze jetzt. Hau mich doch nicht so hart. Wir wissen beide, dass ich diese Phase bereits kann. Ja, okay. Finde ich gut, Julius. Nicht, dass die nachher bei dir vorbeistehen, kommen und dann vor der Haustür stehen. Nee, nicht so hauen. Ups. Ich glaube, das Angriff aufladen ist Quatsch. Das brauche ich nicht machen. Warum mache ich jetzt so einen neuen Blödsinn eigentlich? Aus Langeweile. weil mir langweilig ist, versuche ich ihn jetzt irgendwie zu, damit er in den Stagger reinkommt. Was ist eigentlich mit ihr hier oben? Ich verstehe es nicht. Sie will Feuer sehen. Ich brauche eine Glut dafür. Kriege ich noch eine Glut bei der Lady im... Ach, ich habe keine Seelen. Ach, ja doch, ich habe irgendwie genug Seelen. Hat die noch eine Glut für mich? Ich glaube nicht, ne? Die habe ich alle schon weggekauft. Bei der alten hier. Kann ich irgendwo anders Glut kaufen, außer bei ihr? Ah. Ja, ich nehme mich weg. Scheiße. Mist. Mir fehlt nichts für die Dachbodenabhängerin. Das heißt, es... Wisst ihr, wo ich mich jetzt hingeportet habe? Ah! Ah. Ja. Hm. Dachboden-Lady, komm mit hierher. Komm mit. Da hier kannst du Feuer sehen. Sobald ich hier Schwester Friede geknallt. Okay.
Das, was ich gerade sagen wollte, hätte so falsch geklungen. Ich hätte es fast gesagt. Geknebelt, ja. Klar. Das ist genau das, was ich mache mit ihr. Return from whence thou camest, for that is thy place of belonging. Ich wollte was sagen, was in Richtung Geräusch, wenn ein Schuss fällt, dann macht er ein bestimmtes Geräusch. Genau. Oh Mann. Ja, ich bin sogar jetzt mittlerweile wirklich so ein bisschen so apathisch, sagt man, glaube ich. Schande, Schande, Schande. Kannst du bitte nicht? Mag ich nicht. Will ich nicht. Hoppla. Okay.
Hoppla. Ah, nee. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Scheiße, jetzt heilt sie natürlich. Das reicht, ne? Ach komm, und dann drückt er noch so einen durch. Ah, Mist. Ach, wie ich dieses in die Enge getrieben werden hasse. Bei großen Bossen dann nichts mehr sehen. Und das ist immer so ein Spaß hier, ne? Hau mit der riesigen Schüssel einfach in der Gegend rum. Und triff nicht deine Tochter. Nee, nee. Ah, wobei, das ist wahrscheinlich gar nicht ihr Vater, sondern das geht ja um Vater Ariandel und Schwester irgendwas. Das sind Priesterboys. Ein Priester und eine Nonne. Der heißt nur Vater. Das ist nicht ihr Papa. Ah ja, verstehe, verstehe. Was ihr zwei da so in der Kirche treibt. Ja. Im Keller der Kirche hast du ihn also gefesselt, den Guten. Ach, Schande. Wo bist du? Da. Ach, come on. Ah, und jetzt so ein blödes Brutzelzeug. Nee, nicht blödes schwarzes Brutzelzeug, Mann. Nicht einen Hit. Nicht einen einzigen Treffer gemacht. Dreh am Rad. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Diese ganze Nummer. Oh. Ey, nee, es ist... Ich suche den Spaß in der dritten Phase hier wirklich vergeblich. Ich habe es oft genug gesagt, was ich daran nicht ausstehen kann. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich werde es weiter probieren. Irgendwann wird sie schon... Ein Herniedergehen, na, sich niederknien vor mir und um Gnade betteln. Aber, Ladies and Gentlemen auf YouTube, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.